wieder da. Ja, ich war weg über das Wochenende und zwar in London, weil jetzt geht es ja eigentlich richtig los, mal richtig mit der Wohnungssuche, beziehungsweise ich war eigentlich auf der Suche nach einem Studentenheim. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit und habe ein bisschen gevloggt. Was wir zum Großteil gemacht haben, sage ich euch gleich, war Essen, was ich dann zum Schluss festgestellt habe. Und ja, am besten ihr seht es euch einfach selber an. Viel Spaß! Hallo Leute! Wir sind gerade unterwegs, Tag 1 in London. Und zwar gehen wir jetzt frühstücken in das zweite Frühstückslokal, was es total gibt. Und wir sind gerade total im Stress. Deswegen versuchen wir uns zu beeilen. Und wie ihr sehen könnt, ist gerade eine totale Rush-Hour. Und das heißt auch, dass hier die Straßen ein bisschen wie so ein Labyrinth sind. Man läuft hier im Zickzack. Aber es ist machbar. Was ist dann zum Frühstücken? Das zeige ich euch gleich. Sag mal Hallo in die Kamera. Hallo in die Kamera. Ah, das ist top motiviert. Also, bis gleich. Das ist unser Essen und das ist super lecker. Ja. Also, wir waren jetzt gerade in dem ersten Studentenheim. Ja, ist eigentlich ganz cool. Können wir euch gleich ein bisschen zeigen da im Hintergrund. Wir sind jetzt in Pure Highbury. Highbury ist irgendwie so ein bisschen ein mittleres Teil, würde ich fast sagen. Zumindest von den Häusern, die wir hergefahren sind. Man hat nicht alles in der Nähe, aber wir haben noch viel weitere Häuser, die wir uns noch anhören. Deswegen die Zeit ruft und wir müssen jetzt wieder weiter. Also, weiter geht's! Natürlich ist sehr viel Baustelle und so weiter, aber wir sind gerade bei Costa. Und ja, dieses gelbe Gebäude ist auch schon dieses Studentenheim oder Apartment. Ja, U-Bahn-Station ist dabei noch keine zu sehen, aber alles recht crowded. Cheers. Station. Wir sind schon wieder bei dem nächsten Bäschen und weiter geht's. Wir sind jetzt hier Caledonian Road. Eine U-Bahn-Station weiter schaut alles wieder komplett anders aus. Er hat gerade einen Versuch gemacht, die U-Bahn zu erwischen. Die sind da nicht so gnädig wie bei uns in Wien, dass sie einfach aufmachen, wenn dein Fuß eingeklemmt wird. Fuß ab. Die machen beinhart zu und dann muss der einfach die nächste Station alleine aussteigen und ich habe ganz allein schon auf den Zug gewartet. Und ja, ich hatte ein bisschen Angst. Viel Spaß! Jetzt sind wir wieder alle vereint und auf dem Weg zum nächsten. Das ist jetzt das Wood Lane House, right? Right. Ich spreche Englisch-Deutsch. Komm mit gut. Wir sind jetzt gerade hier bei der Overground-Station. Overground ist quasi im Gegenteil von Underground. Und jetzt sind wir gerade der Overground gekommen. So, und auf geht's nach Hampstead. Also Leute, das hinter mir ist der berühmt-berüchtigte Hyde Park, wo ich gleich hin spazieren werde. Hallo! Okay, ging ja schneller als ich dachte. Ja, und wir waren jetzt bei diesem Niederhaus Collection. Ein weiteres Studentenheim und das hat mir echt gut gefallen, weil das ist in West Hampstead. Eine wirklich schöne Gegend mit viel Grünzone und so. Zwar in Zone 2. Ein bisschen außerhalb zum Reinpendeln, aber für mich eigentlich in
ideal. Wir werden jetzt in den Hyde Park gehen, ein bisschen spazieren und das schöne sonnige Wetter genießen. Und wahrscheinlich ein Eis essen. Ja, ich habe kein Geld abgehoben, weil es gab keinen Bankomaten, aber wir haben 3 Pfund dran. Ich mag ein Eis. Ja, du kriegst ihn. Schau Information. Okay, also dann. So, wir sind jetzt im Hyde Park. Das ist der Hyde Park. Yay! Wann? Also ihr habt gehört, Leute, Taylor Swift kommt hierher. Wann kommt sie her? Ich bin zwar kein Taylor Swift-Fan, aber ja. Der Hyde Park ist riesig. Wirklich riesig und total breit von der Straße. Also schön zum Spazieren gehen. Und genau das machen wir jetzt. Wir sind nämlich total noch immer auf der Suche nach diesem leckeren Softeiswaggon. Und hoffen, dass wir ihn finden. Und ja, zack, zack. One day left. Morgen geht's wieder heimwärts, aber wir gucken uns morgen trotzdem noch die 2 anderen Häuser hier an. Right. Hinter mir, damit ich mir jetzt auch ein lecker Frühstück reinhauen kann. Ich nehme an, wir werden in Hammersmith frühstücken, damit wir es nicht allzu weit dann zu unserer Location haben. Und ja, mal sehen, was der Tag noch so bringt. Das Wetter ist hier sehr sonnig. Also Leute, das ist bitte nicht von dem typischen Londoner Wetter wie ihr. Es kann auch sehr schön Sonne sein. Und ich trage heute ein Quetsch. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Tower Bridge, denn dort ist unsere letzte Accommodation. Dann gehen wir eigentlich, glaube ich, auch schon Mittagessen. Genau. Stimmt? Ja. Wir waren hier selber noch nie, also ist das für uns auch eine ganz neue Area. Wir sind jetzt am Flughafen wieder. Also wir haben jetzt eine ganz schöne lange Reise. Ja, und wir sind jetzt gerade in Wonder Tree. Das ist mein Lieblingsgehör. Und ja, unser Flug geht dann auch schon um 7:30 los. Aber wir essen jetzt noch ein kleines Stück. Ne? So, damit ihr hier so ein bisschen ein Gefühl habt, das ist Heathrow. Sieht man jetzt nicht, das ist nicht zu viel. Aber bis zu unserer Stunde dauert es noch, stimmt? Dauert ja noch ein bisschen. Ja. Ich glaube, ich habe mein kleines Studentenhemdchen gefunden. Und wenn alles glatt läuft, dann können wir das für morgen buchen. Aber ich sage euch jetzt nicht, damit ich euch eine geheime Roomtour dann noch geben kann. Also, dann bis bald. Ja, bis zum Boarding hat es dann eigentlich nicht mehr lang gedauert. Wir hatten allerdings Verspätung und sind dann erst um Mitternacht in Wien angekommen. Ja, sind dann eigentlich tot zu Hause angekommen und einfach nur mehr ins Bett gefallen. Und da ich am nächsten Tag arbeiten musste, bin ich immer noch ein bisschen so in einem kleinen, man kann es jetzt nicht als Jetlag bezeichnen, aber eher mehr so dauermüde. Aber ich glaube, das legt sich bald. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem kleinen Vlog und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!